Ein herzliches Hallo und willkommen zur 42. Ausgabe unseres Gimsweines Podcast mit einem mampfenden Martin. Hallo. Nein, am Mampfen war das nicht. Ich bin am Bart festgehangen. Das Mikrofon im Bart fest. Aber ich hab's ehrlich gesagt, da fällt mir gerade, mir ist das öfters mal passiert, dass irgendwie so ein Barter in dem Dings, wie nennt sich das Ding nochmal, dieser Pinöppel hier. Du meinst, dass er sich verhangen hat, oder was? Dass er sich in diesem Windstopper verhangen hat, genau. Von dem Mikro. Und es ist manchmal, ja, wenn man das so nah am Mund hat und so, ist ja mit vielen Sachen, die man so nah am Mund hat, da muss man aufpassen, dass sich das nicht federt im Gesicht. Das ist richtig. Ja, wer kennt's nicht? Wer ist nicht schon mal mit seinem Barter irgendwo hängen geblieben? Am Pulli. Am Pulli oder so. Und dann zieht das so komisch und dann, naja. Aber Bart sollte man ja schon ein bisschen haben. Ja, wir sind alleine, mal wieder. Also zu zweit. Das ist ja für uns irgendwie wie alleine. Und die anderen machen gerade irgendwie andere Sachen. Oder, ja, bessere. Ja. Die sind doch im Keller und werden noch ausgepeitscht und sind gerade fleißig am Artikel schreiben. Richtig. Obwohl es ja nicht so, dass wir jetzt nichts zu tun hätten. Also, ich habe auch noch ein paar Sachen offen. Nö, richtig. Man hat ja immer irgendwie was zu tun und da steht ja noch einiges an, was so in den Startlöchern steht. Einen kleinen Ausblick können wir natürlich dann im späteren Verlauf des Podcasts dann auch nochmal geben, was so in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen dann insofern nochmal kommt und ansteht. Wollen uns aber natürlich erst einmal wieder um die eigentlichen News kümmern. Das Wichtigste, was insofern so die Woche über passiert ist. Ich denke mal, wir beide haben ja auch schon ein bisschen mehr gespielt diese Woche ausher. Da werden wir dann auch nochmal später drauf eingehen. Ein paar nette Geschichten. Jetzt fängt es ja auch so langsam an, dass die Spiele jetzt auch mal wirklich so rauskommen. Ja, jetzt so Ende Februar, Anfang März, da kommen schon ein paar echt nette Geschichten raus. Ja. Unter anderem ist ja letzte Woche jetzt hier Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare erschienen. Erstmal vorerst exklusiv für die Xbox One und Xbox 360. Vor dem Release gab es eine kleine News, also einige sind ja schon ein bisschen eher in den Genuss des Titels bekommen. Es war insofern bekannt, dass das Spiel ein reiner Multiplayer-Titel ist und insofern logischerweise setzt das Ganze dann auch eine Internetverbindung voraus. Ist es aber vor allen Dingen auch so, dass wenn man das Spiel, also das Spiel kann man auch wirklich nur starten, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, denn das Spiel verbindet sich zwingend mit den EA-Servern und wenn da keine Verbindung zustande kommt, dann kann man auch nicht mal ins Menü gehen. Und logischerweise auf der Xbox ist natürlich dann auch eine Goldmitgliedschaft vonnöten, was natürlich jetzt insofern nicht weiter schlimm ist. Was ich jetzt ein bisschen seltsam an dem Ganzen finde, wir beide haben das ja, du vor allen Dingen vielleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber wir beide haben das ja die Woche über mal gespielt auf der Xbox One. Es gibt ja den Modus Garden Ops, heißt der, glaube ich. Gartenkommando. Ach genau, in Deutsch Gartenkommando, richtig. Ja, genau. Ich hatte meine Xbox auf Englisch stehen, deswegen hatte ich das. Ach so, cool. Habe ich noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin, dann in dem Modus zu starten, dass er dann auch die Sprache passend anpasst, quasi anhand deiner Konsolensprache. Ja, das ist auch jetzt im Bezug auf Thief, was ich ja auch gespielt habe. Ich hatte ja die Konsole. Manchmal habe ich die halt auf US stehen, Englisch, um dann auch mal in dem Store zu gucken, was es da Neues gibt. Manchmal gibt es ja auch dann vorzeitig irgendwelche Demos, die es im deutschen Store noch nicht gibt. Oder da schaut man mal ein bisschen bei den Apps nach und so weiter und so fort. Und da war es auch bei Thief so, dass alles auch die Sprachausgabe in Englisch waren. Was aber komisch ist, dass manche Spiele, die bieten es an, dass man instant im Menü die Sprache auch wechseln kann. Also zum Beispiel auch die Sprachausgabe. Bei Thief war das jetzt nicht der Fall gewesen. Verstehe auch nicht, wieso man das nicht standardmäßig so einbaut, weil wäre, denke ich mal, auch für jemanden, der jetzt nicht mal den Store wechseln möchte, was ja ohne Problem ja eigentlich geht, aber da jetzt extra die Konsole nochmal neu zu starten, wäre es ja auch nicht schlecht, wenn man dann standardmäßig in jedem Spiel dann auch die anderen zum Beispiel dann auf Englisch stellen kann, ne, wenn man jetzt die Konsole auf Deutsch gestellt hat. Mhm.
Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Garten Kommando war das, ne? Genau. Genau. Das ist ja so eine Art, ja, Horde-Modus, könnte man so sagen. Also man spielt dort gegen Wellen von Gegnern. Das ist halt so eigentlich schon fast so das klassische Plants vs. Zombies wie auf Mobilgeräten. Nur natürlich, dass das jetzt in 3D ist. Aber man hat dann, oder die Pflanzen haben dann, oder man spielt rein die Pflanzen in diesem Modus und muss dann den eigenen Garten beschützen. Da kommen dann Wellen von Zombies auf einen zu, verschiedene Charakterklassen und muss dann gucken, dass der Garten dann heile bleibt. Diesen Modus, den kann man auch ohne weitere Mitspieler spielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel sucht, man findet keine Mitspieler, kann man den auch so starten, ohne weitere Spieler. Und da finde ich das ein bisschen komisch, dass man da auch selbst für das eine Online-Verbindung benötigt. Nicht, dass ich damit persönlich jetzt Probleme hätte, dass ich kein Internet habe, aber ja. Ich denke mal, es geht höchstens erstmal um die Wertung und zweitens um das Problem, dass du dann auch quasi nicht in-game in dem Gartenkommando selbst nochmal in den Sticker-Shop kannst. Ja, und das ist ja noch eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wir können ja insofern diese Chance jetzt nutzen, über Pflanzen gegen Zombies ein bisschen ausführlicher zu reden, bevor wir das jetzt aufs Ende schieben, weil wir jetzt schon generell mit dabei sind. Was ist denn jetzt insofern dein erster Eindruck davon, beziehungsweise kannst du uns ja mal erklären, was es da mit dem Sticker-Shop auf sich hat, der da drin ist? Ja, also das klingt erstmal verwunderlich. Sticker-Shop ist zwar richtig, aber dass es wie ein Shop klingt, aber es ist kein Shop, in dem man Sachen kaufen kann, also durch eigenes Geld. Sondern es ist so, dass man sich dann während des Kampfes, also während den Missionen oder den ganzen Modis, die man spielt, in der Regel bei jedem Modi gibt es zumindest Münzen, kriegt man ja so für seine Leistungen und für die Abschüsse und für die Bonis, die man dort einfährt, also je nachdem, wie man spielt, kriegt man mehr oder weniger Münzen in einer Mission. Und diese Münzen kann man dann dazu nutzen, um dort im Stickershop einzukaufen. Und der Stickershop ist eigentlich, hört sich eigentlich witzig an. Die Sticker-Shops sind so wie diese Sammelsticker, die man sich mal an Buden kaufen kann von diversen Cartoon-Serien oder Videospielen in diesen kleinen, süßen, silbernen Verpackungen. Je nach Preis fängt, glaube ich, ab 1000 Münzen an, bis hin zu 40.000 hoch, bekommt man dann verschiedene Sticker-Pakete von klein mit etwas weniger effektiveren, sag ich jetzt mal, und Pflanzen, die man für den Garten verwenden kann, bis hin zu teuren Sachen oder wie ich zum Beispiel für 40.000, worauf ich jetzt warte, exklusiv spielbare Charakter. Die kann man dann benutzen, um im Spiel, also sei es jetzt speziell in dem Modi, den du erwähnt hattest, wo man das Gartenkommando spielt. Dort ist es so, dass man die Wellen vom Gegner hat. 10 Wellen sind es nämlich, die man durchhalten muss, und man kann dort in den vorgegebenen Blumenkübeln dort Pflanzen deponieren, und zwar mit den Pflanzen, die man aus dem Stickershop erworben hat. Und je nachdem, wie viele oder wie gut, welche Pakete man gekauft hat, kriegt man natürlich effektivere oder weniger effektivere Pflanzen, und wenn dann die Zombies kommen und die quasi schaffen zu vernichten, muss man diesen Blumenkübel dann am besten, optimalsten Weise nochmal neu bepflanzen, weil ja auch eher eine Menge Gegner kommen und auch schwierige Gegner kommen und man alleine dann meistens ziemlich schlecht aussieht. Deswegen, also die Sticker-Shops sind eigentlich dazu da, um sich quasi in den Missionen, speziell Gartenkommando, aber auch in den anderen Missionen, wo Blumenkübel vorhanden sind, kann man dort auch bepflanzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, ich kann das nur in der Mission. Aber hat man denn keine Sticker mehr oder hat man kein Geld für Sticker, muss man sich durch anderen Modis erstmal welches verdienen. Denn viele, man muss eigentlich quasi das Geld ausgeben, sag ich mal, für die Sticker. Weil in manchen Modis, die man gerne spielt, unter anderem vielleicht ein Gartenkommando, ist man ohne Pflanzen aufgeschmissen. Und wenn man halt alle Pflanzen, wenn man sein Kontingent an Pflanzen komplett aufgebraucht hat, meistens kriegt man ja 5 Stück pro Ausgabe, zum Beispiel im Fünferpaket, dann sind die halt weg, und das ist recht schnell passiert. Also wenn man nicht schnell genug ist und nicht effektiv genug ist, ist vielleicht auch bei jeder Welle, die man durchhält, vielleicht auch schon mal 2 Kübel leer, und dann muss man die neu bepflanzen. Das ist dann halt, da kann man mal eben, je nachdem wie viel man gespielt hat, kann es auch sein, dass man seinen gesamten Vorrat an Pflanzen in einem einzigen Spiel Gartenkommando verliert. Da muss man halt ein bisschen einen anderen Modi spielen und wieder welches neu kaufen. Aber die Idee ist interessant, weil man dann irgendwie so einen Anreiz hat, weiterzuspielen und nochmal in den Stickershop zu gehen, Sachen zu holen. Zum Beispiel, dass man das aber nicht ingame kauft, das ist auch genial. Man hätte auch sagen können, du hast zu wenig, dann spielst du halt nicht, kaufst du halt.
geht auch. Aber so ist halt der Anreiz da, spiel mal die anderen Modis. Und der Boni daran ist ja auch, du spielst es ja nicht ganz umsonst, nur um dein blödes Geld und das blöde Geld für Sticker zu kriegen, sondern du kannst ja auch, du levelst ja auch automatisch, wenn du gut bist. Und das hat noch einen weiteren Vorteil, denn durch das Leveln bekommst du dann quasi Möglichkeiten, deinen Charakter individuell zu gestalten und auch neue super Spezialfähigkeiten von deinen spielbaren Charakteren, wenn du die dann levelst, die müssen sich quasi, du musst jeden spielbaren Charakter einmal leveln, dann kriegst du dort auch Möglichkeiten, den ein bisschen zu erweitern mit neuen Spezialfeatures und das ist dann auch schon ziemlich genial. Also immer ein Anreiz. Man muss zwar den Sticker-Shop benutzen, um in manchen Missionen klarzukommen, aber als auf der Gegenseite dazu wird man auch immer mit einem Anstieg des Levelns oder der, ich sag mal, des Aufstiegs, oder man nähert sich zumindest dem nächsten Level. Das ist schon ziemlich gut eigentlich. Also Sticker-Shop ist zwar ein Ingame-Sticker-Shop, aber nicht Shop im eigentlichen Sinne, sodass man Sachen kaufen muss für echt Geld, sondern dass man das mit dem verdienten Geld, das man im Spiel erworben hat, ausgibt. Genau. Und es ist ja natürlich dann auch so, man kann ja auch dann jetzt gerade im Gartenkommando verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen und je nachdem, mit wie vielen Spielern, also bis zu 4 Spieler geht das, spielt, ist das natürlich dann essentiell, dann zum Beispiel bessere Pflanzen zum Beispiel dann zu haben, die du dann dort in die Kübel packen kannst, damit man auch bessere Chancen hat, auch dann dort mit da zu überleben. Ist natürlich nicht unbedingt nötig, das immer zu nutzen, je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad man hat. Und vielleicht, wenn man jetzt, sag ich mal, mit mehreren Spielern spielt und die konzentrieren sich jetzt auf die Pflanzen dann dort zu die Kübel zu backen, dann muss man jetzt nicht unbedingt welche einsetzen. Aber auch, ja, wie du schon sagtest, im Multiplayer-Modus an sich, also in dem reinen Multiplayer-Modus, wo es ja verschiedene Modi gibt, da gibt es dann auch Pflanzenkübel. Und in diesem Modus, wo man ja dann auch immer im Wechsel auch die Zombies spielen kann, haben die Zombies, da gibt es dann zwar keine Blumenkübel, aber es gibt dann so kleine Gräber. Und da kann man dann auch dann so quasi Zombies aus dem Boden emporsteigen lassen, die dann auch je nachdem mal stärker, mal schwächer sind, die dann als KI gesteuert auf die Gegner zurennen und dann auch versuchen, Schaden anzurichten. Aber ich finde auch so diesen Namen Sticker schon ein bisschen verwirrend, weil ich würde, also Sammelkarten-Shop würde irgendwie ein bisschen besser passen, weil ja mehr Sammelkarten drin sind anstatt Sticker. Man hat ja so ein virtuelles Sammelkartenalbum. Richtig. So ein Stickeralbum. So, genau, und deswegen haben sie Stickershop genannt. Genau, richtig. Weil wo man ja die Sticker selber sind ja sehr selten. Richtig. Richtig, ja, das ist richtig. Also der Stickershop ist, ich denke mal, die haben das ein Sammelalbum. Ich meine, Stickershop macht in dem Sinn, in dem Bereich auch Sinn, weil es ziemlich nett ist. Es ist eine ziemlich witzige Idee, so eine Art Sammelalbum zu haben für Sachen, die du schon erspielt hast oder für Charaktererweiterungen, die du verdient hast. Also quasi so eine Art, um deine Sammlung vollständig zu machen. Sammelkarte und Stickershop, Sammelkartenalbum um Stickershop, das wäre irgendwie ein bisschen konkurrenzweise gewesen. Ich glaube, die haben einfach das Ding deswegen Stickershop genannt. Und das heißt war ja auch, glaube ich, im USA-Bereich, in den USA ist es auch Stickershop, ne? Ich glaube ja, richtig. Ja. Hat man dann einfach so übernommen. Okay. Es ist ja auch so, also das ist ja dadurch, dass man steigt zwar in Leveln auf, aber ich glaube, der Rang selber, der ist jetzt nicht so, dass man, also am Anfang, wenn man die verschiedenen Klassen spielt, es gibt ja dort, ich glaube, 4 verschiedene Klassen pro Partei, also Pflanzen und auch Zombies, und die kann man auch aufleveln, die einzelnen Klassen, und am Anfang hat man nur jeweils ein Feature quasi. Kann dann den Standardangriff ausführen und jede Klasse hat dann nochmal 2 zusätzliche Angriffsmöglichkeiten. Die werden dann ab Level 2 bzw. Level 3 dann freigeschaltet und ich weiß es gar nicht, ich habe es ja auch noch nicht allzu weit gespielt. Ich glaube, wenn man danach im Rang aufsteigt, dann hat das, glaube ich, jetzt nicht irgendwie einen Vorteil, dass irgendwie die Kräfte, glaube ich, steigen. Sondern ist, glaube ich, nur. Nee, also das nicht. Also ich habe es auch so gemerkt. Nur wenn du quasi mit dem Charakter, den du spielst, aufsteigst. Also quasi, wenn du deinen Charakter, den du hast, nehmen wir mal als Beispiel die Erbsenkanone, ne, also dann die Erbse. Das ist auch lustig, Erbsenkanone. Ja, dann spielst du mit dem und wenn du mit dem die Zeit verbracht hast, eine längere Zeit verbracht hast und Kills und Kills kann man ja auch nicht sagen. Also ist wir nennen es jetzt mal Kills, es ist ja jetzt eigentlich nicht ganz so richtig. Wenn du quasi Leute oder deine Mitspieler wieder auf, wie du wieder respawnt hast, also wenn du wieder, wie nennt man das eigentlich auf Deutsch? Wiederbelebst.
Wiederbelebt, genau. Oder, wiederbeleben. Ja. Steht, dann steigt auch irgendwie so dann der Wiederbelebungswert und du levelst dann schneller. Du kriegst dann zum Beispiel Achievement, sollst 4 oder 5 Leute wiederbeleben, das hast du dann geschafft. Und dann gehst du auch automatisch irgendwann einen Schritt weiter höher und zum nächsten Level. Und wenn du mit diesem Charakter levelst, dann kriegst du für diesen Charakter auch Spezialfähigkeiten. Jetzt kannst du den Charakter auf 5 haben zum Beispiel oder auf 6 und hast alles für ihn freigeschaltet. Heißt es aber nicht, dass du beim nächsten Charakter den nimmst und den du noch nie gespielt hast, auch was hast. Da fängst du nämlich bei 0 an. Also Rang hat, glaube ich, ein bisschen Auswirkungen darauf, auf das Aussehen. Oder zumindest wie weit du fortgeschritten bist. Einfach nur so eine Art Erkennung für dich. Ich meine, noch Sichten sind auch nicht, dass du irgendwas verbesserst. Genau, es gibt ja, müsste man mal gucken, wenn man es länger spielt, diese Sammelkarten haben ja, also die sind ja auch vor allen Dingen dafür da, dass man halt so einen Motivationsfaktor auch hat, dadurch, dass man, also bei Battlefield zum Beispiel ist es ja dann so, steigst einen Rang auf und die werden neue Waffen freigeschaltet, Skins und so weiter und so fort, und hier kannst du dann halt anhand der virtuellen Münzen dir die neuen Sammelkarten kaufen und da werden dann, sind dann halt teilweise dann auch zum Beispiel Accessories dann dabei für die Charaktere. Das ist dann eine Brille zum Beispiel oder ein neuer Hut oder ein Tattoo. Und das, damit kannst du dann auch so deine Pflanze oder dein Zombie individualisieren. Das bringt dann halt auch so diese Motivation mit. Dann hast du auch eine Karte und guckst so, ah, cool, und guck ich mal, wie. Dann ist es dann auch dadurch nicht so einseitig, dass jeder so den gleichen Skin hat oder den gleichen. Bei der gleichen Charakterklasse, dass sie immer gleich aussehen, sondern die sehen dann auch schon mal etwas anders aus als normal. Ne? Ja, ja. Manchmal ist es auch ziemlich abgespaced. Also wirklich. Es gibt ja Modis, wo du quasi siehst, also es gibt ja verschiedene Modis. Bei manchen Modis wird einfach nur Plants vs. Zombies im Urzustand gespielt, also quasi ohne Erweiterung, ohne Rang, ohne spezielle Sachen, also ohne quasi deinen Charakter zu erweitern. Und es gibt ja den Modi, wo du das siehst. Also wo dann wirklich auch die individuellen Charaktere von den Leuten sichtbar sind. Und da gibt es echt abgespacete Sachen. Also sei es Orangenbrillen oder irgendwelche Afro-Frisuren. Das ist wirklich, irgendwie gibt es da keine Grenzen, glaube ich. Sieht witzig aus, wie die teilweise auf einen zukommen. Dann mit dem Design. Muss ich sagen. Manche sogar brutal. Mit dem Tattoo ist schon witzig. Ist schon eine Pflanze mit dem Tattoo sieht schon gut aus. Ja, ich habe auch schon so einen Kaktus gesehen mit so einem brennenden Kopf. Also so als Hut oder so. Ja. Und man hat ja auch in einem Sticker-Album, sieht man ja, wenn man, man kann, das sind so Figuren quasi im Sticker-Album, die verschiedene Sticker benötigen. Wenn man alle zusammen hat, dann schaltet man irgendwie so eine bestimmte Charakterklasse oder so frei oder ein bestimmtes Charaktermodell irgendwie noch und das hat dann auch irgendwie was damit zu tun. Aber das sind dann auch so, je nachdem, was für ein Paket man holt. Ne? Wenn man jetzt, wie du sagtest, zum Beispiel die 40.000er-Packung holt, dann sind dann auch seltene Karten oder sehr, sehr seltene Karten mit dabei. Oder es wird dann halt auch garantiert, dass da mindestens eine seltene Karte mit dabei ist. Wird zufällig ausgewürfelt. Und das wirkt auch allein durch diesen echt hübschen Comic-Grafik-Stil, wirkt das alles auch sehr. Ja, das ist auch. Ich weiß nicht, ich habe das so in der Form soweit noch nicht gesehen. Und ich finde es echt nett und sehr hübsch. Sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Animationsfilm. So von der Art aus her. Mir gefällt es auf jeden Fall, wie sie da das optisch umgesetzt haben. Und sie haben es auch wirklich irgendwie geschafft. Ich meine, man hat ja am Anfang letztes Jahr auf der E3 gedacht, Plants vs. Zombies Garden Warfare, okay, jetzt so ein Shooter aus der dritten Person im Plants vs. Zombies Universum, wie soll das funktionieren? Aber es sah da auch schon ziemlich cool aus und es ist aufgegangen, würde ich sagen. Das Konzept. Ja, muss ich sagen. Also, ich war auch am Anfang skeptisch. Ich meine, gut, ich glaube, wir haben den Trailer gesehen. Vor E3, meine ich, ne? Genau, und man hatte auf der Electronic Arts Pressekonferenz hat man, glaube ich, auch richtiges Gameplay dann auch direkt gezeigt gehabt, wo man dann so ein Match kurz gesehen hat. Wie das dann so abläuft. Also ich habe jetzt vorher nichts von gewusst, sag ich mal so, also nichts drüber gelesen. Und als ich dann den Trailer direkt gesehen habe, war ich dann schon geflasht. Ich so, boah, coole Idee. Hab ich gesagt, das kann aufgehen. Also wird jetzt sicherlich nicht jeder verfolgt haben, aber man hat sich wohl nach 2-mal Plants vs. Zombies gedacht, so, da muss jetzt ein bisschen frischer Wind rein, dann machen wir mal eine dritte Person und machen wir einen Multiplayer-Shooter draus. Hätte man mir das jetzt gesagt, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch den Kopf ausgereimt. Kann das lange Spaß machen? Also, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein
Ja, wie wird das auswarten? Wird das irgendwie ein richtig strenges Ding, so mit Leveln und Aufsteigen und wichtig und brutal und eklig und oder wird das lustig? Ich konnte mir das noch nicht ganz drüber vorstellen. Aber Ja, es kann die. man, ja, ist halt schwierig, sich da so optisch vorzustellen. Denn ich wurde direkt so reingeworfen, hier ist das Gameplay oder hier hast du ein Video, so stellen wir uns das vor. Und das war schon genial. Ich fand die Marketingkampagne im Vorfeld auch sehr, sehr cool, wo man ja gar nicht wusste, was da jetzt ist. Wo man dann jetzt hier zum Beispiel die Electronic Arts Spiele auf so ein Plakat gebracht hat und dann war hier Grass Effect zum Beispiel, also Anspielung auf Mass Effect, wo man die Pflanzen da gesehen hat auf dem Cover. Und für Dead Space gab es auch dann irgendwie noch so ein Promo-Bildchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dort hieß. War schon ganz nett. Und es ist ja auch das erste Spiel von PopCap, was jetzt so wirklich so ein richtiger 3D-Titel ist. Haben ja bisher nur Arcade-Spiele gemacht, ne? Man kennt ja Bejeweled oder Peggle. Pegel. Genau. Und dann halt Plants vs. Zombies und jetzt hier. Ja, haben sie auf jeden Fall toll hinbekommen. Manche sagen ja, gut, also das Spiel, das ist ja jetzt vor allen Dingen jetzt nicht kein vollwertiger Vollpreistitel. Kostet ja 39,99, ne? Im 39 Handel. aktuell irgendwie für 39,99. Xbox One. Ich weiß nicht, ob für die 360 auch oder Günstiger 10 € glaube ich. 29,99, ne? Genau, also kein Vollpreistitel. Dementsprechend, ja, ist das sehr nett für den Preis. Es ist auch nicht so, hat nicht so einen massiven Umfang. Viele meinten jetzt das schon, oh ja, sind mir zu viel wenig Maps. Man hat jetzt aber auch bei PopCap schon jetzt gesagt, dass man da noch kostenfreie Updates liefern wird und das Spiel auch erweitert mit neuen Modi oder sowas, was dann auch bald kommen soll. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass das Spiel nicht mehr unterstützt Hab wird. mich aber auch gewundert, ganz ehrlich. Ich meine, zu wenig Maps gut. Okay, kann man sich drüber streiten. Also ich finde es auch, dass es zu wenig ist. Ich werde es auch, weil wir das Spiel aktuell im Test haben und ich teste, werde ich es auch berücksichtigen, dass da jetzt momentan die Auswahl ziemlich eingeschränkt ist. Aber wenn ich jetzt speziell manche Modi spiele, zum Beispiel Türmatte, ist ja der Modi für die Anfänger, die mit dem Spiel noch nicht so vertraut sind, weil das ein ziemlich abgespacedes Konzept ist. Man wird reingeworfen mit einer hundertprozentigen Gesundheit und wenn man nicht so gut ist, bekommt man mehr als Das alle ist auch anderen. lustig. Das ist Das abgespaced. Also man hat dann 125 und wenn das dann immer noch nicht reicht und wenn man immer noch der Benachteiligte ist, weil man von allen anderen, weil es, man kann ja ganz im Ernst, es können sich auch eine Türmatte Leute hinstellen, die das Spiel schon seit dem Release spielen und total auf die Third Person abzielen und richtig gut sind und die dann einfach sagen, so, ich mach den Newcomern jetzt mal schön in den Arsch versohlen, weil ich selbst immer Angst habe, auf Fresse zu kriegen. Und dann gehe ich in den Modus rein und das wird halt dementsprechend ja, so versehen, dass der am meisten einsteckt, am meisten Lebenspunkte bekommt. Also ich selbst hatte schon mal 150 gehabt. Ich weiß nicht, ob es noch höher geht oder ob es bei welchen Leuten, die super gut sind, runtergeht. Das wäre natürlich auch crazy, aber ich glaube, das passiert nicht. Und das ist halt ein cooler Modi, um dort mal reinzuschnuppern. Was mich aber auch persönlich total genervt hat, ist, dass du immer wieder auf der gleichen Map spielst. Bei dem Modus jetzt. Ja, überhaupt. Du spielst bei jedem Multiplayer-Dingen spielst du die jeweilige Map davon. Also ich sag mal, in zum Beispiel ein Campingplatz, ein Campingvorhof, eine kleine Stadt ist es bei Türmatte. Du Ach spielst so, auf einen kleinen Tag und du spielst immer nur diese Map. Im nächsten Modus, zum Beispiel Teamsieg, spielst du dann ein anderes Level und dann spielst du auch in diesem Teamsieg jedes Mal nur dieses eine Level. Ja, die sind dann speziell angepasst auf den Modus dann, die Genau, Maps, es ist ne? schade, dass du nicht rotierende Maps hast. Weil, was heißt Anpassung? Ganz im Ehrlich, es gibt Level, zum Beispiel A nach B. Es ist ja immer so, dass einer auf der A-Seite anfängt und einer auf der B-Seite anfängt. Das ist ja bei jedem Spiel so. Also auch bei jedem Map so. Du bist ja auf der einen Seite, beim Teamsieg bist du auf der einen Seite von der Insel und musst deinen Garten verteidigen und der andere kommt von der anderen Seite. Also eigentlich könnte man auch die Maps rotieren, finde ich. Das würde eigentlich technisch gehen. Ja, eigentlich schon. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Vor allem, ich kann mir auch vorstellen, wenn man das jetzt wirklich massiv hier zockt im Multiplayer, dass man da schnell dann, dass es vielleicht schnell öde wird. Ja, man muss Wenn dann man. raus und dann fragt er dich, möchtest du wirklich das Spiel verlassen? Das sagst du ja und dann gehst du wieder ins Hauptmenü, dann lädt er sich wieder einen Ast. Es sind jetzt zwar nicht keine großen Ladezeiten, aber er schmeißt dich ja quasi erstmal aus der Session raus und dann sagst du, ich will einen anderen Spielmodi haben und da möchte ich jetzt rein. Ja, ist auch mal so eine, ja, gut, kann man machen. Man könnte es aber geschickter sagen, wenn man einfach sagt, pass mal auf, wir haben jetzt Random Maps. Oh, super. Ne? Vielleicht eine Runde Plants, eine Runde Zombies, weil es ja meistens immer so, dass du immer die Seite wechselst automatisch, es sei denn, du schiebst das da irgendwie rüber. Aber dass man sagen kann, so jetzt habt ihr eine Runde Plants gespielt und eine Runde Zombies, so konnte der eine halt zeigen, wie gut er auf der Pflanzenseite ist und der andere im gleichen Level auf der Zombie-Seite und jetzt wechseln wir die Maps. Würde Ja. ich jetzt ziemlich okay finden eigentlich. Richtig.
Ja, müsste man auch mal gucken, inwiefern jetzt auch in Zukunft mit den Updates und so weiter. Wie gesagt, man sagte auf jeden Fall, dass da einiges kostenfrei kommen wird. Was dann noch für CLC, die vielleicht kostenpflichtig sind, was da kommt, ob man da jetzt für, dass man die vielleicht die neue Spielmodi umsonst bekommt und dann irgendwie für neue Maps zahlen muss. Ja. Ich bin ja so der Meinung, dass man auch dieses Modell mit diesen Stickern-Geschichten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das im Vorfeld geplant war oder dass man sich die Option offen gelassen hat in der Entwicklung, dass man daraus irgendwelche Mikrotransaktionen macht und man sich vielleicht auch jetzt aufgrund so den vergangenen Shitstorm bezüglich einigen Vollpreistiteln, die ja so mit Mikrotransaktionen mit drin hatten, die nicht notwendig waren. Also man musste die jetzt nicht Sachen jetzt nicht Geld ausgeben, aber man konnte sich quasi Zeit ersparen, dadurch, dass man sich das gekauft hat. Also es kann sein, dass sie sich vielleicht da so die Option offen gelassen halten haben, aber jetzt schlussendlich dann doch gesagt haben, okay, vielleicht wir machen das jetzt nur mit Ingame-Währung, was ich jetzt auf jeden Fall insofern nicht schlecht finde, falls das so die Interpretation des Ganzen war. Okay, ja. Ja. Also würde sich ja theoretisch halt sehr, sehr gut anbieten, dass man halt für Echtgeld zumindest vielleicht zusätzlich, dass man, ja, man das so halt einfach freispielen kann, indem man ganz normal spielt. Mhm. Aber für Leute, die nicht so viel Zeit investieren möchten, sich das dann kaufen können, so diese Ingame-Währung oder halt diese Kartenpakete für 2,99 € zum Beispiel oder so in der Richtung. Ja, aber das ist, verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin nur der Meinung, das ist doof wäre doof gewesen. Du hättest hier einen Deal, genau. Der kostet 39 €. Dann wirst du dann noch verdonnert, dass du Xbox Live haben musst. Und zwar Gold. Okay, das heißt, du musst ja wieder Geld investieren. Und dann willst du jetzt aber trotzdem erstmal alleine in das Spiel reinschnuppern und Gartenkommando alleine spielen, ohne dass du jemanden einlädst. Dann bist du schon nach der ersten Runde tot. Quasi. Wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, bist du nach der ersten Runde tot. Da kann ich jetzt schon schwarz auf weiß geben. Und du wärst dazu verdonnert, dann alle deine Sticker, die du hast, schon quasi in den Kübeln aufzubrauchen, um dir dann wieder für 2,99 € neue zu kaufen. Ich glaube, die haben sich aufgrund des Spieldesigns dann schon gedacht, ich glaube, das müssen wir dann lassen. Mit den Stickern bezahlen. Oder wir müssen Pakete machen von 50 Pflanzen in einem Paket und nicht 5. Ja. Also man hätte es sich ja eigentlich von EA denken können, dass sie sowas machen würden. Umso positiver, dass sie es nicht getan haben, auch wenn sich die Möglichkeit angeboten hätte. Aber sie wollten sich dann vielleicht auch sowas ersparen, dass sich viele Leute darüber aufregen, über das Ganze mit dabei. Ja. Ich finde es jetzt insofern nicht negativ, dass man Gold besitzen muss, allerdings, weil es ja ein reiner Multiplayer-Titel ist, aber jetzt auch mit diesem Gartenkommando, da finde ich, man hätte schon die Möglichkeit mit einbauen können, dass man diesen Gartenkommando offline spielen kann und gegebenenfalls auch im Split-Screen-Modus, weil es theoretisch möglich ist, weil du kannst es zum Beispiel ja auch alleine spielen, ohne jetzt drei weitere oder mehr als einen Mitspieler dann entsprechend zu haben. Mhm. Das finde ich aber gut. Vielleicht ändert sich da ja auch in Zukunft nochmal etwas. Naja, ich denke mal, die haben es nicht gemacht, weil, wie gesagt, erstens wegen Shitstorm und du hast jetzt ein paar Sachen zu bedenken. Du hast das Spiel, was jetzt zum Glück nicht so teuer ist, aber du hast dafür auch keinen richtigen Solo-Modus. Außer Gartenkommando, wo du ja trotzdem online brauchst. Dann brauchst du eine Mitgliedschaft haben, zumindest für die Xbox, dass du dann online spielen darfst. Dann müsstest du dir Sticker kaufen. Und zu allerletzt könnte man auch sagen, wenn EA morgen keine Lust mehr hat auf die Server und die offline stellen, dann kannst du das Paket einfach in den Schrank stellen. Richtig. Insofern ist es dann halt immer schön, dass, wenn man da vielleicht noch einen Offline-Modus hätte, irgendeinen Spielmodus, vielleicht baut man ja sowas noch in irgendwie in die Richtung ein. Ich meine, es ist ja möglich, mit Patches da irgendwo noch was nach gegen Bots machen quasi. Und, dann. Ja, ich meine, bei diesem Garten-Ops-Modus ist es ja so, dass man halt gegen Gegner, die KI sind, ja spielt und ich meine, sowas könnte man auch. Ich weiß ja, den Split-Screen-Modus, den gibt es ja. Ich weiß ja nicht, der ist, glaube ich, nur für Multiplayer gedacht. Also für den richtigen Multiplayer-Modus oder ich glaube nicht, dass der für einen Kommando-Modus ist, oder? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht probiert, weil ich jetzt alle Solo gespielt habe. Ich habe den noch nicht probiert zu starten. Aber ich glaube, dass der auch für den Garten-Kommando-Modus ist. Weil über eine Konsole mit zwei Nix über Split-Screen, ich glaube, das geht dann nicht. Also ja, nicht, dass es nicht geht technisch, aber ich glaube, das haben die nicht eingeführt. Müsst ihr aber starten, ich habe es noch nicht probiert.
technisch wäre es sicherlich machbar. Ich meine, weil man ja sich über die Xbox mit mehreren Accounts gleichzeitig anmelden kann. Ja, die ich Xbox würde, ja auch unterscheiden kann diesbezüglich. Ich finde das eine geile Idee mit dem Splitscreen, aber ich würde dann jedem, glaube ich, einen 4K-Fernseher empfehlen, dass man zweimal 1000, dass man zweimal Full HD machen kann. Ja, auf einer 32 Zoll TFT-Monitor oder so, da wird sich das dann auch irgendwie nicht wirklich anbieten. Nee. Ich glaube, ich würde wirsch werden. Weil ich, wenn ich auf meinen Teil gucke und teilweise ja auch die Charaktere oben am Himmel sind, würde mich schon wahnsinnig machen. Gerade mit diesen fliegenden Objekten, die man da hat. Und du wirst ja beballert und musst ja gucken, wo das überhaupt erstmal herkommt. Richtig. Ja. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, es ist kein einfaches Spiel. Also man muss auch schon ein bisschen Skill haben oder da Zeit investieren, dass man auch gut wird. Und man wird sicherlich dann auch finden, welche Charakterklasse man dann irgendwie am besten findet. Vielleicht reden wir dann nächste Woche noch mal ein bisschen darüber. Ansonsten gucken wir mal und testen das ja noch mal weiter und mal sehen, wie gut der Titel dann im Endeffekt abschneiden wird. Ja. Bei uns. Also bis jetzt bin ich ziemlich überrascht. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier von EA gekauft wurden. Boah, geil, EA-Spiel, das muss gut sein. Weil der Frostbite 3 ist auch gut. Frostbite 3 Engine drin ist. Und aber leider keine zerstörbaren Gebäude. Nein, aber es fehlen auch ein paar Sachen. Also zerstörbare Gebäude wäre schon krass. Ich meine, es reicht ja schon, dass sie deine Deckung platt machen können. Manchen Sachen, das reicht schon. Aber gut, Frostbite 3 mit kaputten Gebäuden wäre cool. Aber wenn ich Erbsen auf Häuser schieße, wäre schon doof. Das hier kaputt gehen. Aber was ich so ein bisschen vermisse, was jetzt vielleicht ein bisschen, ja, muss man nicht haben, aber du kennst das ja wahrscheinlich vom Handy, wenn du Plants vs. Zombie gespielt hast, dass wenn du zum Beispiel die Zombies kaputt machst, dass du so einmal und dann fallen die Köpfe und Arme ab und so Geschichten, ne? Ah, stimmt, ja, richtig, genau. Das hast du dann nicht. Also es fällt ja kein Kopf runter oder so, obwohl es witzig gewesen wäre, gerade mit diesem Sound so. Ich könnte mir jetzt echt vorstellen, dass das lustig wäre. Aber das haben sie nicht gemacht, also liegt kein Kopf rum oder so. Aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen Wertungsgeschichte. Freigabe, weil es Spiel ab 12 ist. Das kann gut möglich sein. Nee, das wäre auf jeden Fall insofern eine nette Geschichte gewesen. Dass du den Arm abschießt und dann mit den Erbsen, das wäre schon witzig gewesen. Ne? Ja, dass aber so nacheinander so die Arme abfallen oder so. Oder vielleicht der Fuß und die kriechen dann noch und so. Ja, es wäre schon lustig gewesen. Also, und auch mit diesem Sound. Also die Sounds sind ja auch genial. Und die musikalische Untermalung ist auch total cool. Also es ist nicht, dass es jetzt, wie gesagt, so ein Titel ist, dass wir hier sagen, EA, also die erwarten mindestens eine 80er-Wertung, also 8 Punkte von uns. Aber es wird schon eine gute Wertung werden. Weil es ist eine neue, erfrischende Idee. Jetzt nicht vom Thema her. Third-Person-Action-Multiplayer-Shooter ist nicht neu. Aber halt in dem Umfang mit den Sachen, also mit den Pflanzen gegen Zombies, das ist schon erstmal in dem Bereich innovativ. Dann geil fortgesetzt von der strategischen Tower-Defense-Optik zu dem dritten Person-Multiplayer. Und auch noch taktisch nicht schlecht gemacht. Also man hat, je nachdem, welche Figuren man nimmt oder mit wem man dann zusammenspielt, haben die natürlich spezielle Fähigkeiten, und wenn man die in Verbindung mit bestimmten Personen nutzt, zum Beispiel mit der Sonnenblume nimmt und dort mit dem Heilungsstrahl jemanden an sich bindet, den man dann schön mit Lebenspunkten versorgt, während man natürlich nicht kaputt ist oder stirbt, ist das schon echt genial. Also es ist auch viel Taktik drin, wenn man das richtig anstellt. Gut, momentan läuft es so, dass die Leute das Spiel noch nicht ganz so lange spielen und wahrscheinlich kennen. Und wenn man sich, wenn man im Spiel reinspawnt, dann läuft es schon meistens so darauf hinaus, dass man sieht, links, rechts ist einer und der eine geht nach links und der andere geht nach rechts. Alleine weggehen ist doof. Aber ist schon genial, was ich daraus gemacht habe, muss ich sagen. Also mit dem Titel und sagen, okay, ich mache jetzt aus einem Titel, der ursprünglich ein Tower Defense Spiel ist, mal ein Third Person, mal gucken, ob das läuft. Ist zum Beispiel bei anderen Titeln, ich sage jetzt mal Command & Conquer, nicht so gut gelungen. Ich sag mal, nicht schlecht, Renegade war damals nicht schlecht gewesen, aber so nach 2 Tagen war das langweilig. Richtig. Immer wieder Basis rein, sieht genauso aus. Immer wieder in den Basis rein, sieht genauso aus. Immer wieder in den Basis rein, sieht genauso aus. Irgendwie ist das total langweilig gewesen nach der Zeit. Finde ich auch toll, dass man da jetzt mal was Neues ausprobiert hat und das halt auch so ein bisschen so frischen Wind gibt in so Multiplayer-Titeln. Und halt, für den geringeren Preis kann man da auch nicht allzu viel falsch machen, wäre jetzt auch jetzt vor allem jetzt um den Zeitraum so die Spiele, die einem nicht so zu sagen, oder jetzt ein kommendes Titanfall, wo man sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf so die Shooter-Geschichten, die reinen Dinger, da kann man dann gut bei Garden Warfare zugreifen. Ja, das ist ziemlich erfrischend und nicht nur für Kinder, ganz ehrlich. Den größten Teil, mit dem ich spiele, sind Erwachsene. Das hörst du daran, dass die Kinder im Hintergrund schreien, ich will auch mal.
Ja, für Kinder ist es auf jeden Fall optisch, so wie es auch ausschaut. Und die Kinder kennen das ja auch größtenteils so von ihren mobilen Geräten. Ist das natürlich auch reizvoll, das zu spielen. Aber ich glaube halt, auch für Kinder ist der Schwierigkeitsgrad halt ziemlich hoch. Außer man spielt jetzt vielleicht, sag ich mal, mit dem Vater zusammen den Garten-Kommando-Modus. Ne? Im Splitstream vielleicht oder so. Ist sicherlich eine nette Geschichte, aber ja. Das ja, ist witzig, aber man hört es halt im Hintergrund. Ich will auch mal Papa. Von daher ist das schon so, dass das wirklich nicht nur was für Kinder ist, sondern auch Erwachsene eher Spaß dran haben. Und es einfach witzig aussieht. Ich meine, am Anfang, natürlich rege ich mich auch auf. Ja, also ab und zu, boah, mein Gott, warum macht er das? Aber es ist nicht so wie so ein richtig strenger Shooter wie Call of Duty oder Battlefield, wo man sagt, boah, ich bin richtig aggressiv dabei. Ist es nicht. Also man regt sich zwar ganz kurz auf, weil man jetzt irgendwann wieder einen verbraten bekommen hat und selbst zu doof war, richtig zu zielen oder so. Oder jemand einfach sagt, oh Gott. Denn die heizen dich auch noch so ein bisschen an mit diesen 2-3 und 3-2 Geschichten. Ne? Wie oft hast du von einer Person einen auf die Mütze gekriegt? Es ist immer das noch dazu. Zum Player vs. Player Battle quasi auch noch mal im Hintergrund mit drin. Da denke ich auch, nächstes Mal kriege ich dich. Naja, aber das ist nicht so, dass man da irgendwie richtig verhasst drauf ist, sondern das ist irgendwie, weil es so witzig ist, ist es dann eher komisch. So ein bisschen, guck mal, der Erbsenkanone hat mir einen verbraten. Ich habe von der Sonnenblume habe ich auch einen verbraten bekommen. Das hört sich so in diesem Kontext irgendwie lustig an. Ja. Ist auch wirklich. Deswegen ist es nicht so, dass man da irgendwie, man darf sich ja nicht ernst nehmen, das kriegt man auch da nicht hin. Also das Spiel ist eigentlich nur witzig. Definitiv. Von der Aufmachung her, vom Gameplay her, ne, es gibt ja, macht ja nichts, wenn er halt schön aussieht, aber sich nicht spielen lässt und das passt hier eigentlich alles. Springen geht mir manchmal ein bisschen auf den Nerven. Manchmal möchte ich gerne über Hindernisse springen, die ich nicht so hoch empfinde, aber er kommt da einfach nicht rüber. Pflanzen aber ansonsten können halt nicht so hoch springen. Ja, Zombies mit einem Bein eigentlich auch nicht. Ja gut, klar. Aber es ist schon witzig, definitiv. Also wir haben super gut umgesetzt. Ich würde jetzt mal sagen, Frostbite 3, okay, ist drin, aber ich glaube, der Hauptverdienst geht an PopCap in dem Fall. Ja, das auf jeden Fall. Mal gucken, was da insofern noch kommt. Einen interessanten Multiplayer-Modus wird wohl auch Watch Dogs bieten. Ein Titel, der sich verschoben hat, sollte ja eigentlich zum Launch der aktuellen Konsolengeneration dann letztes Jahr im November erscheinen, ist leider nichts draus geworden. Man hat insofern seitdem ausher auch kein Release-Datum bekannt gegeben. Jetzt deutet allerdings vieles darauf hin, dass in Kürze, wahrscheinlich schon nächste Woche, das Release-Datum bekannt gegeben wird. Es gab nämlich einen kleinen Leak auf der UK-Webseite von PlayStation. Und dort konnte man für einen kurzen Zeitraum verschiedene Banner sehen, also Bannergrafiken, wo eindeutig hingewiesen wurde, also dort zu lesen war, Watch Dogs is on its way, find out the release date in this new trailer. Ja, da war natürlich jetzt insofern noch kein Trailer vorhanden, da hat wohl irgendjemand gepennt oder zu früh den grünen Button gedrückt, dass das Ganze online gegangen ist. War, wie gesagt, nicht lange online. Ein paar Leute haben es gesehen. Insofern ist das auch schnell in dem NeoGAF-Forum herumkursiert. Und dann, ja, ich meine, man kennt ja den Google, die behalten ja für eine gewisse Zeit lang einen Status von der Website dann dort in der Cloud. Und da konnte man halt anhand dessen nochmal das Ganze zu Vorschein bringen und die entsprechenden Banner, die ja jetzt soweit noch existieren. Von Ubisoft gibt es seither diesbezüglich auch keine Meldung oder man hat sich dazu auch nicht geäußert. Aber die Banner haben sicherlich nicht einfach irgendwie das PlayStation das jetzt selber gefertigt hat, ohne jetzt Informationen von Ubisoft zu bekommen. Also die sind schon bewusst dort irgendwie vorhanden und man wartet jetzt quasi nur noch darauf, bis jetzt der Tag kommt und Ubisoft das Ganze offiziell macht. Also es wird dann halt wohl jetzt in Kürze einen neuen Trailer geben, der auch das Release-Datum beinhaltet. Endlich kann man sagen, denn da warten ja schon viel drauf. Ich bin zwar seit dem Anspielen von Watch Dogs im letzten Jahr ein bisschen skeptisch noch, oder war jetzt, gab es halt noch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ah gut, da kann man noch ein bisschen polishen. Aber sie haben ja jetzt die Zeit auf jeden Fall gehabt, also wenn das jetzt rauskommt, ich meine, das wird noch
vor Ende Juni bin ich mir sicher, dass das noch erscheinen wird. Vielleicht auch noch früher, als wir alle vermuten. Gehe ich auch von aus. Also mein Verdacht war ja immer noch Ende April, Anfang Mai. Ich weiß nicht wieso, ist einfach so. Weil du hattest ja, wir hatten es ja angespielt, beziehungsweise du, ich konnte es mir ja angucken. und das war ja, sah ja schon ziemlich weit aus. Also die haben auch die Missionsdesigns schon teilweise fertig gehabt oder eigentlich zum größten Teil fertig gehabt. Das Einzige, womit sie noch dran feilen wollten, war ein bisschen an der Tiefe und auch am Fahrzeughandling zum Beispiel. Und die haben sich dann schon mal extra 3 Monate mehr Zeit genommen, um es verschoben. Ich glaube nicht, dass sie es nochmal tun. Und länger als April, Mai kann ich mir nicht vorstellen. Juni wäre, glaube ich, schon zu spät. Aber es war ja sogar noch so, dass, ich glaube, vorgestern auf Amazon Italien, da hat man ja auch ein Release-Date gesehen bei Watch Dogs, wo irgendwas mit dem 27. Juni, glaube ich, stand. Ist ja auch in letzter Zeit oder letztes Jahr auch ein paar Mal passiert, dass irgendwie auf den Amazon-Seiten da irgendwelche Release-Daten zu sehen war kurzzeitig. Ob das jetzt vielleicht auch so ein Hinweis darauf ist, dass jetzt die entsprechenden Versandhäuser da auch schon Informationen vorliegen bezüglich des Release-Datums, das vielleicht aber jetzt noch nicht veröffentlichen können und da jetzt auch in diesem Falle da vorzeitig vielleicht dieses finale Release-Datum gezeigt wurde. Kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Vielleicht ist dieser 27. Juni auch das Release-Datum, was dann im Endeffekt da sein wird. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass es jetzt in der kommenden Woche von Ubisoft eine entsprechende Mitteilung geben wird und dass man da mit einem neuen Trailer ja, die Werbemaschinerie zu Watch Dogs nochmal ankurbelt zum Release. Ich bin gespannt. Ich habe ja auf jeden Fall Bock auf so einen Open-World-Titel jetzt. Finde das kommt. Ich bin das Einzige, was ich jetzt bei Watch Dogs insofern ein bisschen skeptisch finde, ob jetzt diese Elemente mit dem Hacken und so weiter, ob das nicht sehr schnell sehr öde wird, wenn sich das so oft wiederholt. Und bin halt auch entsprechend der Story gespannt, ob man da sowas, ja, eine Story dann hinbekommt, die auch mitreißend ist, die interessant ist mit vielen Wendungen, wo man das auch mitverfolgen möchte und dann halt gespannt ist, wie geht's weiter. Das fehlt ja auch oftmals in Videospielen. Und dann mal gucken, was die Leute bei Ubisoft da zustande bekommen. Ja, also Multiplayer kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Zumal ich ein bisschen ziemlich seltsam fand, dass die, glaube ich, den Singleplayer-Missionsmodus, also sprich dann Kampagnenmodus, wenn man das ja nennen darf, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Story, dass du dann quasi auch Multiplayer-Elemente drin hast. Ja, so das, was sie du gespielt hast, war ja irgendwie mitten in der Story, kann man dich hacken oder so. Genau, es wird die Möglichkeit geben, dass man, also man kann das in Option ein- und ausschalten, ob man gehackt werden möchte. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt nicht, dass mich irgendeiner hackt und irgendwie in mein Singleplayer-Spiel reingeht. Wenn das aber, ich glaube, das ist auch standardmäßig aktiviert, und man spielt jetzt Watch Dogs und ist mit dem Internet verbunden und irgendjemand, ich glaube, das geht auch nur mit Leuten, die in der Freundesliste sind, ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn man dann jetzt quasi ins Menü geht, stelle ich mir das halt so vor, und so, man hat ja halt gesagt, man kann dann auswählen, okay, ich möchte mich in ein anderes Spiel einhacken und wird dann in das Spiel, was jetzt vielleicht irgendwie gerade offen ist, rein teleportiert. Mit den, ja, entsprechend mit dem Spieler, der ist dann unterwegs und der kriegt davon auch insofern erstmal nichts mit, spielt dann irgendwie seine Story und so weiter und so fort. Und das war ja auch das, was wir auch gesehen hatten letztes Jahr bei dem Anspieltermin. Wo dann ja auf einmal jemand anderes da war und man hat dann mitbekommen, okay, der hackt einen und der kann einen so weit das Spiel dann schwer machen, wenn er möchte. Ich finde das halt ein sehr interessantes Element, wie das dann aber in der Realität so funktioniert, beziehungsweise ob das nicht irgendwie sehr lästig wird oder halt schon irgendwie mehr so eine Herausforderung ist und auch dieses Unbewusste, dass du halt nicht weißt, ist jetzt vielleicht gerade einer im Spiel oder muss man mal gucken. Und ob da vielleicht auch klassische Spielmodi irgendwie noch hinzukommen. Ich meine, wie man das vielleicht bei Assassin's Creed so in der Richtung hat. Mal gucken. Oder ob das halt dieses einzigste Multiplayer-Element ist, was ja kein richtiger Multiplayer ist, insofern. Weil es ja auf diese Hackbasis dann sich bezieht. Müssen wir mal schauen. Ich bin auch gespannt. Ja. Watch Dogs. Mal gucken, vielleicht kann man den Titel, aber es wird sich eigentlich ja nicht anbieten, mit der Oculus Rift spielen. Ist ja insofern kein Spiel aus der Ego-Perspektive. Aber Oculus Rift ist natürlich eine Geschichte, wo ja auch sehr viele AAA
Publisher dort auch, oder beziehungsweise wo das halt sehr interessant wird für Publisher, für ihre AAA-Spiele dann auch in Zukunft. Was ja Ende des Jahres, glaube ich, war die letzte Information, Ende 2014 soll auch Endkonsumer die Möglichkeit haben, dann die finale Version der Oculus Rift dann zu kaufen. Ist ja aktuell nur als Developer-Gerät zu erwerben. Aber theoretisch kann das, glaube ich, auch einfach jeder Honk, sag ich mal, kaufen, falls er die nötigen 300 Euro dann entsprechend auch hat. Also es wird, glaube ich, jetzt nicht geprüft, ob man jetzt wirklich ein Entwickler ist. Aber es ist halt so, dass das natürlich kein finales Gerät ist und dann auch insofern noch nicht alle Features zum Beispiel vielleicht implementiert sind oder dann halt das finale Produkt sich dann etwas unterscheidet von dem. Ist also primär dafür gedacht, dass man da Spiele mit entwickelt. Da gibt es aktuell ein kleines Problem bei Oculus VR. Das sind ja die Hersteller des Ganzen. Und der Community Manager, der André Hernandez, der hat sich zu Wort gemeldet in einem Reddit-Thread und gibt bekannt, dass die Produktion quasi von dieser Oculus Rift aktuell erstmal gestoppt werden muss, zwangsweise. Weil nämlich einige Komponenten, die dort in dem Gerät verbaut sind, werden nicht mehr hergestellt und die sind halt wirklich zwingend notwendig, um diese Oculus Rift zu bauen. Und man schaut jetzt gerade, dass man einen anderen Lieferanten bekommt oder dann irgendwie insofern vielleicht hardware-technisch was umbaut, um dann halt auch an die nötigen Einzelteile zu bekommen, die Materialien und weitere entsprechende Kits zu produzieren. Da frage ich mich halt auch irgendwie so ein bisschen, warum ein... Ich meine, sie haben zwar jetzt noch einige Vorräte vorhanden, aber die gehen halt sehr schnell zu Ende, was sie jetzt auch entsprechend gemerkt haben. Ich finde es aber auch sehr seltsam, dass ihnen das jetzt so auffällt, dass sie da nicht so ein bisschen professioneller an der Sache so herangehen und das eigentlich schon relativ weit im Vorfeld hätten wissen müssen. Und das scheint ja jetzt so wirklich sehr kurzfristig zu sein und dass sie jetzt so, ups, ach, da haben wir ja jetzt irgendwie nur noch 100 Komponenten dafür und gemerkt haben, okay, wir können die jetzt aber nicht mehr nachbestellen, weil der Hersteller dieser Komponente das jetzt nicht mehr produziert. So. Ja, ich finde es auch super, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und ich meine, da gab es noch eine Riesendiskussion damals. Ne? Ich meine, wir kaufen jetzt fertige Komponenten, wir nehmen jetzt dann dazu Lieferer, wir bauen dann was zusammen. Nein, wir machen doch was anderes, wir machen doch was Eigenes. Das können wir auch selbst fertigen und jetzt läuft halt ein bisschen alles aus dem Ruder, so ein Stück. Ich meine nicht, dass es auf langer Sicht irgendwie, ich sag mal, die fertige Auslieferung an den Endkunden großartig verzögern wird, aber führt jetzt trotzdem zu einer kleinen Problematik. Und sicherlich auch zum Problem, dass die erwarteten Stückzahlen bis zum fertigen Verkauf, der sollte, glaube ich, Ende dieses Jahres, Anfang 2015, ne? Ende des Jahres, ich glaube Anfang 2015, Ende 2014. Für den deutschen, für den Endkunden überhaupt zur Verfügung stehen in der HD-Version. Und es könnte sein, dass sich das jetzt wieder um ein, zwei Monate verschiebt. Jetzt nicht auf langer Frist richtig lang, aber halt, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie sie das quasi umgehen oder wie sie da Ressourcen schaffen. Ja, muss auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. Nicht nur, um halt weiter die Developer-Geräte dann auch zu produzieren und denen das zur Verfügung zu stellen, weil man muss ja auch langsam mal mit der Planung dann anfangen, in Bezug auf den das finale Produkt, die finale Rätsel. Mal schauen. Bin halt gespannt, ob sie das schnell gelöst bekommen. Und ansonsten, wie du schon sagtest, kann es sein, dass sich das dann entsprechend nochmal verschiebt, wenn sie dann nicht schnellstmöglich da irgendwie eine Alternative finden. Weil auch jetzt gerade bei so einem Release, da müsst ihr auch ordentlich im Vorfeld dann auch schon produziert werden, frühzeitig, damit dann auch genug Geräte zur Verfügung stehen. Weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass halt viele Leute so ein Gerät haben möchten. Es ist ja überall oder schon sehr viel davon zu lesen und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass gerade jetzt auf der jetzt bald startenden GDC, da wird es sicherlich noch ein paar Ankündigungen geben bezüglich der Oculus Rift, jetzt auch hinsichtlich der Spiele, welche dann Unterstützung bieten und die wird ja auch aktuell schon relativ gut supported und teilweise auch mit so Exklusivtiteln, die halt vor allen Dingen halt für die Oculus Rift exklusiv erscheinen. Mal gucken, was sich da noch tut. Diesbezüglich. Ja, also wird sich auf jeden Fall auch
einiges tun. Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein paar Konkurrenzprodukte und Konkurrenzideen dazu da, aber die Oculus wird schon richtig spannend werden. Ja, vielleicht komme ich dann auch mal in den Genuss, eine aufsetzen zu können. Tolle Nachrichten gab es auch in der Woche für Xbox One-Besitzer, denn es war ja so, dass zum Release der neuen Konsolen sollte ja eigentlich der Twitch-Streaming-Dienst, also das Livestreaming, mit integriert sein, auch bei der Xbox One, so wie es bei der PlayStation 4 auch schon vorhanden ist, da auch unter anderem zusätzlich über Ustream. Twitch ist natürlich am interessantesten, also da ist halt das ist wirklich die größte Plattform für Livestreaming von Spielen, sind sicherlich auch viele von euch schon entsprechend unterwegs. Und da haben natürlich viele auch drauf gewartet, auf dieses Feature. Das ist eines der meist erwartesten Features, die man dann insofern auf der Xbox One dann auch nutzen kann. Man hat dort auch nicht gesagt, wann das jetzt der Fall sein wird, wann man das veröffentlichen wird. Man sagte so Anfang 2014. Jetzt hat man ein Datum bekannt gegeben. Am 11. März ist es dann soweit. Also genau der Release in den USA von Titanfall kommt ja da am 11. März raus und am 13. März hier bei uns in Deutschland und Europa. Also passend dafür, da hat man sich sicherlich wahrscheinlich ins Zeug gelegt, dass man da rechtzeitig das Ganze soweit mit integriert. Und ja, die Zeit, die man jetzt, man hat sich wahrscheinlich auch extra so die Zeit jetzt noch genommen, um halt essentielle Features, die man auch drin haben wollte, mit von Start weg aus her mit anzubieten. Und das kommende März-Update, das bietet ja schon die Grundfeatures oder die Grundlage für diese geupdatete Twitch-App. Also falls ihr die Twitch-App schon auf eurer Xbox One habt, da wird es dann ab dem 11. März ein Update geben, was diese Funktionalität hinzu freischaltet. Dieses neue März-Update kommt für alle dann jetzt in der kommenden Woche. Einige haben ja durch diese Beta-Phase schon jetzt Zugriff drauf. Auch wir, kann man soweit sagen, aber ist noch ein NDA drunter, deswegen kann man oder können wir nicht so viel über das Dashboard-Update selber berichten. Soll aber jetzt auch hier soweit nicht groß relevant sein. Na, also es gibt schon einiges, was natürlich bekannt ist, was kommt. Das ist ja klar. Haben die auch schon gestern und heute einige Magazine darüber berichtet, was denn Neues da drin ist. Wir können halt nur sagen, dass das integriert ist. Richtig. Und dass das auf jeden Fall der Fall ist. Ist ja, dieses Update ist ja vor allen Dingen fokussiert auf die Partygeschichten, dass das optimiert wird, also auch die Multiplayer-Erfahrung. Und was halt noch interessant ist an dieser Twitch-Integration, also man wird ganz normal wie bei PlayStation 4 zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, man kann dann einfach während des Spielens die Twitch-App öffnen oder mit dem Sprachkommando zum Beispiel auch oder halt über dieses Undocken-Feature. Und ja, kann dann mit der Kinect natürlich dann das Bild übertragen. Ton funktioniert dann entsprechend über das Headset oder über das integrierte Mikrofon bei der Kinect. Was aber jetzt hier so ein Feature mit dabei ist, was es jetzt auch bei der PlayStation 4 zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht gibt, es wird die Möglichkeit geben, dass man, wenn man über die Xbox One sich so einen Stream anguckt, der von jemandem gestreamt wird, von der Xbox One aus her, kann man, soweit der zu Streamende die Möglichkeit dazu bietet, diesem Spiel, wenn es meinetwegen eine Multiplayer-Party ist für Titanfall, beizutreten. Was eigentlich keine schlechte Geschichte ist, angenommen, man streamt jetzt gerade und möchte vielleicht so eine Art Community-Event starten, da kann man halt sagen, okay, falls ihr Lust habt, edit mich oder schickt mir eine Anfrage oder ich öffne das jetzt. Und die können dann halt entsprechend mit einsteigen. Das finde ich halt eine nette Geschichte mit dabei. Ja, und das ist cool. Ja, natürlich, dann wird es halt, aktuell ist halt bei der Twitch-App, ist halt so der Nachteil, also man kann halt dort Streams gucken, ein bisschen sortieren. Aktuell gibt es noch nicht die Möglichkeit, dass man sich mit seinem Account dort einloggt, um dann zum Beispiel seine abonnierten Kanäle sich dann direkt anzugucken. Man muss halt dann die Suche benutzen, falls man einen bestimmten Kanal dann gucken möchte und kann nicht einfach direkt sagen, okay, hier sind meine abonnierten Kanäle, streamt da gerade einer und so weiter und so fort. Ist halt sehr schade, es wird aber jetzt auch mit diesem Update der Twitch-App mit hinzugefügt und dass man zum Beispiel auch dann direkt den Chat sieht, wenn man das möchte und sich über die Xbox One so einen Stream nur angucken will, kann man sich den Chat mit einblenden lassen. Das geht ja aktuell auch nicht. Was ja auch teilweise ein integraler Bestandteil ist, dieses Services, auch diese Kommunikation mit den Zuschauern. Ja.
Bin gespannt. 11. März, dauert nicht mehr lange. Eine Woche noch und etwas mehr als eine Woche. Und ich würde mal sagen, also wir werden dann auf jeden Fall auch mal schön was streamen und dann wird mal unser Twitch-Kanal ein bisschen aus dem Sarg geholt. Richtig. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Und da bei Twitch. Und Twitch funktioniert ja, muss man zugegebenermaßen sagen, ein bisschen besser als YouTube. Und deswegen hoffe ich da auch, bin ich auch guter Dinge. Man hat da direkt das Gaming-Publikum da und ja, falls ihr da interessiert seid, wann es soweit sein wird, dass wir vielleicht was streamen, guckt oder beziehungsweise falls ihr es noch nicht getan habt, liked unsere Facebook-Seite. Da werden wir dann auf jeden Fall zu gegebenen Zeitpunkt, wenn da auch was fix steht, eine Nachricht raushauen, auch mit dem Link zu unserem Kanal und ich werde wahrscheinlich dann auch im Vorfeld mal gucken, dass wir so eine kleine Umfrage starten, was ihr denn vielleicht sehen möchtet, was gezockt wird und dann schauen wir mal. Ja, falls ihr da Bock drauf habt, kann man sicherlich da ein paar schöne Geschichten anstellen. Mhm. Wir hatten gestern... bitte? Das war noch richtig. Achso. Richtig. Wir hatten letzte Woche ja kurz uns lustig gemacht über ein neues Tony Hawk-Spiel, was ja kommen soll. Jetzt gibt es zumindest ein paar mini-kleine weitere Informationen dazu. Und zwar hat nämlich Tony Hawk gegenüber dem Sender Bloomberg ein Statement gegeben und ein kleines Interview. Und dabei ist herausgekommen, dass es sich bei diesem neuen Tony Hawk Spiel vor allen Dingen Tony Hawk Spiel natürlich. Das wird ein exklusives Mobile-Game werden. Also auf der Konsole bleiben wir dann erstmal erspart vor weiteren Tony Hawk-Einlagen. Bietet sich, denke ich mal, wahrscheinlich auch am ehesten an. Wir hatten ja, glaube ich, auch letztes Mal darüber gesprochen, dass wir nicht glauben, dass so der Markt noch unbedingt da ist für so einen Vollpreistitel oder jetzt für die Konsolen, Heimkonsolen, für so ein Spiel. Und ja, der mobile Markt, der wird ja immer größer und gerade jetzt im Sinne mit einem Skateboard-Spiel, da kann man sicherlich was Simples auch mit so Touch-Gesten dann umsetzen auf ein Smartphone. Und ich kann mir da halt schon gut vorstellen, dass man da mit Tony Hawks dann doch schon die ein oder andere Mark oder auch Euro verdient. Ja. Mal schauen, was da kommt. Trotzdem interessiert es mich nicht. Gut, warte ich persönlich nicht drauf, aber es wird sicherlich den einen oder anderen Skater geben, der danach lechzt, denn viele Spiele in dem Bereich gibt es ja nicht. Deswegen. Genau. Was mich halt mehr schon interessiert als Skateboarding, das ist Motocross. Und da gibt es ein schönes Spiel, was ja auf dem PC gestartet ist, damals Trials. Hieß, glaube ich, damals in der ersten Auflage noch anders auf dem PC. Ist ja dann exklusiv bei den Konsolen für die Xbox erschienen, für die Xbox 360 damals und parallel auch für den PC. Da gab es, glaube ich, zwei verschiedene Titel. Für mich mit Abstand auf jeden Fall noch eines der besten Arcade-Reihen, jetzt mit den beiden Teilen zusammengezählt. Also es macht echt Laune, man spielt, man steuert ein Motorrad, wo man aber jetzt nicht ganz normal irgendwelche Rennen fährt, sondern in der, in so einer 2D-Ansicht, das ist eine 3D-Engine, die zum Zuge kommt und man muss halt über auch so Hindernisse springen, also da muss man halt auch gucken, dass man das Motorrad beziehungsweise Motocross entsprechend auch gut handelt. Also da muss man sehr viel Feingefühl zeigen, auch mit dem Gas geben, mit dem Bremsen und so weiter, dass man, weil am Anfang ist es noch ziemlich leicht, aber im späteren Verlauf, da wird es schon richtig, richtig knifflig und ich habe da schon teilweise bei manchen Strecken und bei manchen Ecken in den Strecken einige Stunden mit verbracht. Also das kann auch schnell aggressiv machen. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für alle, die es insofern noch nicht gespielt haben. Aber da kommt ja jetzt noch der Nachfolger raus. Der nennt sich Trials Fusion. Auch letztes Jahr auf der E3 angekündigt. Da soll ja auch später noch ein Mobile-Ableger kommen, der anders heißt. Ich weiß aber nicht wie. Ist aber auch egal. Für diesen Titel hat man jetzt das Release-Datum gegeben bei Ubisoft. Wird der 17. April sein für 19
9,99 € erscheint das Ganze als Download-Titel im Store. Und dieses Mal dann auch nicht nur für die Xbox, direkt am Release-Tag für die PlayStation 4, den PC, die Xbox One. Bei der Xbox 360-Version ist das noch nicht so ganz sicher, weil in dieser Pressemitteilung, die Ubisoft rausgehauen hat, hat man die 360-Version nicht erwähnt. Also kann sein, dass die eventuell dann etwas später kommt mit dabei. Also ich freue mich echt tierisch drauf, da hat man jetzt auch einen neuen Trailer noch veröffentlicht. Also sieht optisch nochmal um einiges besser aus. Es gibt viele verschiedene neue Themenbereiche, wie man dort sieht. Der Multiplayer-Modus, der im letzten Teil Einzug erhalten hat, den wird es auch wieder geben, wo man bis zu 4 Spielern dann miteinander auch gegen Zeiten fahren kann. Und das ist auch so eine schöne Geschichte. Man hat ja auch immer in den verschiedenen Strecken und Leveln, die sind auch teilweise sehr schnell zu meistern. Also im Sinne von, dass man die in einer kurzen Zeit schon das Ziel erreichen kann. Manchmal 1-2 Minuten bei den späteren und schweren Strecken. Da, ja, manchmal habe ich da vielleicht schon mal eine Stunde dran gesessen, bis ich dann fertig war. Aber man kann sich immer zurücksetzen an so Checkpoints. Hat aber, ich glaube, man kann sich 500 Mal, das klingt viel, zurücksetzen lassen. Bei manchen Strecken ist das aber, manchmal habe ich das schon ausgereizt. Und dann ist es noch umso ärgerlicher, wenn man kurz vorm Ziel war, aber die letzte Sprungschanze irgendwie nicht gemeistert hat. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen der Teile gespielt? Also eher nein, wenn du schon überlegen musst. Ich glaube nicht, oder? Okay, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich den gespielt habe. Ja, die Multiplayer-Integration ist sehr nett. Man hat dann, wenn man jetzt seine Freundesliste Leute hat, dann zieht sich quasi Trials automatisch die gefahrenen Zeiten und auch die Ghost-Fahrer. Also man sieht dann halt auch entsprechend in dem Level dann direkt, wo sich zu diesem Zeitpunkt dann auch der Freund befindet, und das ist auch diese Art des Battlens. Man möchte ja dann auch immer besser sein, bessere Zeiten fahren und so weiter und so fort. Also diese Integration ist auch sehr nett. Doch, habe ich gespielt. Trials 2 habe ich ein paar Mal angespielt, aber ich fand das genial wegen der Physik und die Sachen, die da so drin sind, wie er sich bewegt, also wie der Fahrer so ist, aber auf langer Sicht war das irgendwie nichts für mich, weil ich das Feingefühl irgendwie nicht hatte. Ja, man muss schon dort. Es ist schon, man kann es gut erlernen, man muss halt nur die nötige Zeit mitbringen, dann hat man auch so dieses Gefühl auch so ein bisschen raus, man kann nicht einfach den Trigger komplett durchdrücken und dann losfahren. Bei manchen Strecken gut geht das, bei den einfachen Strecken, aber da musst du halt manchmal wirklich auch nur ganz leicht Gas geben, teilweise dann kurzzeitig dann irgendwie die Bremse drücken, dass das Motorrad irgendwie ein bisschen so nach oben abhebt und man auch so einige Sprünge meistern kann. Hat aber sicherlich schon bei einigen Leuten ein paar Controller gekostet, bin ich mir sicher. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, mal gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall zulegen. Wäre schön, wenn der Herr Neumann sich dazugesellen würde und ich gegen ihn seinen Frust mal erleben kann, wenn er versucht, meine Zeiten zu brechen. Aha. Ja, ich guck mal. Ja. Ich guck mal, ob da mir das liegt. Ja, eine kurze Erwähnung sollte noch kurz. Eine kurze Erwähnung sollte es noch geben bezüglich eines aufgetauchten Bilds. Und zwar hat da wohl ein Händler ein entsprechendes Paket bekommen, wo Pappaufsteller oder Plakate zu sehen sind, beziehungsweise Aufkleber. Da ist das Batman-Logo zu sehen. Es steht nur Batman drauf in diesem Design, wie man es von Batman Arkham City und Arkham Asylum kennt, beziehungsweise Arkham Origins, den letzten Teil. Nur ist das halt so Feuer, so ein bisschen so leicht durchschimmert. Es steht kein Untertitel mit dabei. Jetzt wird spekuliert, handelt es sich vielleicht um das den neuen Titel von Rocksteady, die ja ihren letzten Titel mit Arkham City hatten. Den letzten Teil hatte ja Warner Bros. Montreal entwickelt. Und da heißt es ja gerüchterweise, Rocksteady arbeitet schon seit längerem an ihrem Next-Gen-Batman für die PlayStation 4, Xbox One, PC.
Und mal gucken, ob da jetzt bald mal was angekündigt wird, ob sie wirklich an einem neuen Batman-Titel arbeiten oder vielleicht was komplett anderes. Mal schauen, ob das jetzt wirklich irgendwie damit einen Zusammenhang hat. Da jetzt hier schon entsprechende Promotion-Poster quasi wohl angeblich, es könnte sich natürlich auch um Fake handeln. Ne? Vielleicht hat da einer Spaß gehabt und hat sich das irgendwie selbst gebastelt. Ausgehändigt werden, eventuell steht dann halt bald was bevor bezüglich einer Ankündigung. Sollte nur kurz erwähnt werden, vielleicht interessant für den einen oder anderen, aber viel zu sagen gibt es darüber nicht, weil, ja, weitere Informationen gibt es noch nicht. Ja. Ja. Das von den News für diese Woche. Aber wer auch liebend gerne auf Reviews steht, der ist diese Woche auch fündig geworden. Mit dem einen oder anderen vielleicht tollen oder weniger tollen Titel. Es gab eine Review zu Striders, ein neuer Arcade-Titel. Hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch im Podcast nochmal erwähnt, weil ich das ja auch gespielt habe. Hat der Markus getestet, hat dem auch eine relativ gute Wertung gegeben. Also wenn ihr dann nochmal was nachlesen möchtet in Schriftform, könnt ihr dann auf gamesfinders.de surfen und dann im Review-Bereich, da findet ihr den Test. Der Martin hat sich wohl oder übel zu Rambo the Video Game gegeben. Mhm. Ja, das ist, aber hatten wir da nicht auch kurz nochmal letzte Woche im Podcast, glaube ich, gesprochen? Ich glaube, ja. Ja, hatten wir kurz. Richtig. Also, ja, das ist, also, wie gesagt, keine große Erwähnung wert, könnte man sagen. Also in der Form nicht. Also das ist einfach zu wenig dafür, dass es jetzt, wenn es jetzt ein eigenständiges Spiel gewesen wäre, ja gut, meinetwegen, aber das soll ja quasi Vorbild von einem Film sein, sag ich mal, und dass man dann die Story in dem Film nachspielt. Ja, aber doch bitte nicht so eingeschränkt in einem Rail-Shooter. Ich weiß nicht. Da hätte man lieber, was weiß ich, einen neuen Virtual Police von Sega rausbringen können oder so. Also bitte, liebe Leute bei Koch Media, nächstes Mal ein besseres Rambo-Spiel. Was aber sehr, sehr gut abgeschnitten hat bei uns, das ist Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U. Hat einen 9 von 10 bekommen vom Markus, der es getestet hat, war sehr begeistert. Und das, denke ich mal, gut, Wii U-Besitzer, die haben ja auch nicht so die große Auswahl an Titeln, die von Nintendo dann auch direkt kommen, die sind ja in der Regel durch die Bank positiv, kann man die halt, ich glaube, da kann man nie irgendwie was falsch machen. Und hier auch bei Donkey Kong Country Tropical Freeze, das sollte eigentlich so auch, glaube ich, ein Pflichttitel sein für Wii U-Besitzer. Da die Tests dann auch nochmal im Review-Bereich. Und ebenfalls der Markus hat getestet Earth Defense Force 2025. Ein schöner Trash-Titel, der auch viel Spaß macht, auch wenn er jetzt vielleicht auf den ersten Blick das nicht anmutet. Wer diese Reihe noch nicht kennt, sei zu empfehlen, sich mal die Review durchzulesen. Ist vielleicht auch was für euch, der da auch ja, vielleicht auch so ein bisschen auf so Trash-Filme steht. Das geht auch so ein bisschen so in diese Richtung. Also das Spiel nimmt sich auch selbst nicht so ernst mit dabei. Ja, Reviews. Was steht denn eigentlich noch an? Ich bin jetzt gerade ja, so klar, du hast ja insofern auch noch, von dir wird es dann auch irgendwann zu ein paar Rapu-Geräten schreiben. Also eine Menge. Wir haben Hardware, wir haben, wie gesagt, Rapu, da haben wir Creative, die T15 Wireless, die ich gerade im Test habe. Dann auch noch Spiele-Releases, unter anderem natürlich Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ein Indie-Spiel, was mir Markus noch gegeben hat. Was ich aber noch gar nicht angespielt habe, deswegen sage ich am besten noch gar nichts zu, weil ich noch nicht ganz genau sagen kann, um was es da genau geht. Das ist aber eher ein Indie-Titel. Hm. Sicherlich noch mehr. Wir haben Anfang des März auch schon was, aber es ist eine Menge. Wie gesagt, im Februar, März, was wir jetzt an Januar ein bisschen und Anfang Februar Flaute hatten, das haben wir jetzt quasi zu viel. Ja, jetzt geht es los. Auch im März steht noch einiges an. Also Langeweile ist definitiv nicht dort angesagt. Da wird noch einiges insofern kommen. Ja, das bezüglich Reviews und News.
Ich möchte noch ein kurzes Wort zu Thief verlieren. Stimmt. Ich habe mich ja sehr, sehr drauf gefreut. Ich habe ja damals Dark Project, also so hieß es ja bei uns, Dark Project und Dark Project 2, sehr, sehr gerne gespielt. Danach gab es ja noch einen dritten Teil, der Dark Shadows, glaube ich, als Untertitel hatte, für die Xbox und die PlayStation. Ne, für die Xbox 360. Ne, ich glaube, das war sogar noch für die Xbox und die PlayStation 2. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also, ist schon sehr, sehr lange her eigentlich. Und das war ja so aus der Third-Person-Ansicht. Das habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das gewesen ist. Da kann ich nichts so sagen. Aber ich war ein sehr großer Fan. Oder bin immer noch ein sehr großer Fan der ersten beiden Teile. Habe mich insofern auch sehr darüber gefreut. Und habe es mir jetzt dann mal ausgeliehen. Die Woche über. Und bin so ein bisschen ernüchtert, da, ja, es ist schon irgendwie, also so als Fan wirklich der ersten beiden Teile, glaube ich, dass man da nicht unbedingt viel Spaß haben wird, also wenn man so mit den Erwartungen rangeht, dass man jetzt hier wirklich einen dritten Teil bekommt oder einen vierten Teil, was ja theoretisch anhand den Titeln, die vorher erschienen sind, eher wäre, da wird man, glaube ich, nicht so zufrieden sein. Es gibt da halt schon so einige Macken und einige Sachen, die auch cool sind und die auch schon so ein Thief-Feeling von früher dann auch wiedergeben. Aber ich meine, du hast ja auch hast auch mal die Möglichkeit gehabt, kurz zuzugucken, ja, bei Thief. Und da ist ja eins schon sehr negativ aufgefallen, dir ja dann auch entsprechend auch. Die Levels, die sind halt nicht alle strikt linear, es sei denn, man geht halt direkt dem Navigationspunkt immer nach und grast das nächste Ziel ab. Also man hat halt zwischen den Hauptmissionen die Möglichkeit, auch so Nebenquests zu machen und hat dann so eine teilweise offene Stadt vor sich. Das Blöde daran ist aber, dass man halt nicht so das Gefühl einer Open World hat oder dass man halt quasi so diese komplette oder eine große Stadt irgendwie durchforsten kann, weil sehr oft auch Ladezeiten kommen, die einen irgendwie auch so aus diesem ganzen Ding wieder rausreißen, die teilweise auch dann, ja, schon dann halt zwischendurch 10 bis 15 Sekunden dauern kann, und die kommen wirklich sehr oft. Ne? Also. Ja, also die Ladezeit ist wirklich übel. Es hat was von damals. Damals war es ja so. Also man ist ja so, du hast ein Stück weit das Level geladen und dann bist du so durch und dann kommt nächster Abschnitt. Ja, der Abschnitt ist dann quasi ein neues Level in dem Sinne. Und sobald dieser neue Abschnitt, sobald man durch eine Tür geht und die man passiert, wird einfach das Spiel eiskalt unterbrochen und es erscheint ein Ladebalken und es geht dann weiter. Geht man wieder zurück, passiert das gleiche. Ladebalken geht weiter, sofern man wieder zurück kann, aber ich glaube, das geht. Ja, richtig. Ist halt ein bisschen seltsam. Und noch schlimmer kommt dazu, zum Beispiel war es in deiner Version so, vielleicht kann man es mit dem Patch beheben, aber diese Mikroruckler, dass die einmal da waren und im nächsten Mal, wenn man dann dort respawned hatte, also sprich, wenn man das Level neu gestartet hatte, waren die plötzlich dann nicht mehr da. Also es ist immer so seltsam. Es ist so unvorhergesehen, wann die denn kommen. Richtig, genau. Und dein Zug, also seit hat die Xbox One-Version, sei noch mal erwähnt, die ich gespielt habe. Und abgesehen von diesen Mikroruckeln hat man auch teilweise, auch wenn man das mal jetzt so austestet, dass man jetzt vielleicht auch mal schnell sich umdreht und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass das nicht konstant irgendwie mit 30 Frames per Second läuft, sondern dass es halt sehr häufig einfach irgendwie nur mit, keine Ahnung, 24 Frames oder 22 Frames läuft. Also da ist irgendwie fehlt da die Optimierung. Ich weiß nicht, ob das nur, also mir kommt es auf jeden Fall so vor. Ich meine, du hast das ja auch gesehen. Also irgendwas läuft da auf jeden Fall nicht so ganz, wie sollte, dass man persönlich das auch so wahrnimmt, dass da irgendwie das nicht so flüssig läuft. Ja. Ja, also sei es so, die Thief-Fans werden wahrscheinlich jetzt sagen, ich will das aber haben, ich warte schon so lange darauf und wie können die denn sowas sagen? Aber so diese eierlegende, erwartete Wollmilchsau ist es nicht, muss ich sagen. Also es sah zwar am Anfang nett aus, aber die Engine ist auch nicht mehr die neueste und die Grafik, die dort verwendet wird, auch nicht. Muss auch nicht immer so wichtig sein, aber speziell bei den Gesichtern fällt das auf, dass ich die jetzt nicht so hochauflösend finde. Zumindest für die Version der One und für die Version der 360. Am PC kann man ein bisschen Modifikationen da mehr rausholen. Aber auf Dauer, ey, nur mit einem Knüppel jemanden zusammenhauen oder mit einem Pfeil, ich weiß nicht. Ja, also die Grafik an sich, die ist schon echt hübsch, auch mit den Umgebungen. Aber wie du schon sagtest, auch so die
Charaktere, die Gesichtsmimiken und auch wie das so gestaltet ist, da hast du nicht wirklich so Emotionen, die du wirklich auch so siehst und das wirkt alles nicht so menschlich. Das ist halt sehr schade insofern mit dabei. Es gab ja schon im Vorfeld viel so Gerüchte, soll ja wohl in der Entwicklung nicht so toll gelaufen sein und irgendwie habe ich auch merkt, finde ich schon, dass man persönlich, ich persönlich halt schon merke, dass da irgendwie ja, dass da irgendwie aneinander vorbei vielleicht teilweise entwickelt wurde und dann vielleicht auch sowas zustande gekommen ist, dass dann irgendwie diese Levelabschnitte sich das so auf Ladezeiten gibt, ja, und ja, vom Game, also ich habe es jetzt im normalen Modus gespielt, also in einem normalen Schwierigkeitsgrad. Man hat die Möglichkeit, auch individuell jedes Mögliche einzustellen, mit diesem Fokusansicht, ob man das haben möchte oder nicht. Also, das ist schon echt cool gemacht, dass man, weil es gibt in kaum Spielen, dass man so viele einzelne Optionen noch auswählen kann und individualisiert so seinen eigenen Schwierigkeitsgrad feststellt. Aber ich fand das halt so, dass gerade jetzt hier in diesem normalen Schwierigkeitsgrad war es eigentlich nicht notwendig zu schleichen, was ja in dieser Reihe wirklich eigentlich wichtig ist und soll ja ein Schleichspiel sein. Also du kannst eigentlich einfach, und das habe ich ja auch im Endeffekt nachhinein gemacht, das hast du ja auch gesehen, bin dann einfach zu den Hauptmissionen weiter gerannt quasi, ohne jetzt da zu gucken, ne, dass ich, ob ich jetzt durch den Schatten oder sonst wo durchgehe, und habe einfach die Wachen, die mir so entgegenkamen, habe ich einfach niedergeknüppelt. Also man kann da, ich glaube, 5-mal schlägt man zu, man kann auch ein bisschen ausweichen, aber wenn man gerade bei diesen ganz normalen Wachen, da kannst du einfach die Taste zum Draufhauen ganz halt gedrückt halten, bis er dann so in diesem Niederstreckenmodus geht. Da kann man auch so einen Finisher machen, so eine Art, kann man sich streiten. Ich finde auch, das passt irgendwie nicht so zu Thief, dass es halt Garrett da irgendwie noch so einen Finishing-Move macht und man halt kurz so eine Animation sieht, so aus der dritten Perspektive. Und kann einfach weiterrennen. Ja. Weil ich weiß halt noch ganz genau, in den ersten beiden Teilen, da hast du wirklich Schiss gehabt vor den Gegnern. Du wusstest, wenn der mich jetzt entdeckt, und man hat ja halt wirklich nicht groß Waffen, man hat seinen Pfeil und Bogen und so weiter und kannst halt aus der Ferne halt schon was einrichten, aber wenn dich dann einer entdeckt hat und dann vor allen Dingen zwei Leute, dann war die Scheiße am Dampfen und da hast du echt ein Problem gehabt, da auch weiterzukommen, und die haben dich mit ein, zwei Schlägen mit ihrem Schwert oder so niedergestreckt. Und das fehlt mir da irgendwie echt. Müsste man vielleicht mal ausprobieren in einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, ob das da irgendwie anders ausschaut. Aber so im normalen Modus, da frage ich mich ja auch wenn ich das gerne schleichen möchte, aber warum sollte ich das tun, wenn es irgendwie schneller und einfacher geht, wenn ich einfach durchrenne? Ja, du fragst dich wirklich, soll ich jetzt wirklich dieser magische Superdieb sein, der vor keinem Angst hat, oder soll ich der sein, der jemanden zu Tode klüppelt? Gut, bei den Leuten in der Ritterrüstung wird es ein bisschen schwieriger. aber genau. So ist das irgendwie, ich weiß nicht. Kann man es machen. Es ist unausgewogen, unausgeglichen irgendwie. Das Balancing stimmt da irgendwie nicht so ganz. Also wie gesagt, ich kann halt nur für diesen Schwierigkeitsgrad sprechen. Falls es irgendwie im harten Modus oder so anders sein sollte, dann möge man mich kreuzigen. Aber naja, weil ja. Ich meine, ich finde ja, teilweise kommt das Feeling halt auch schon gut rüber. Also, die haben das halt schon cool gemacht, auch mit ein paar neuen Elementen. Und wenn du halt durch die Häuser zum Beispiel dann auch gehst und du siehst halt da wirklich Sachen funkeln, wo dir hingewiesen wird, okay, da ist jetzt Gold oder Schmuck, kannst du mitnehmen. Und man möchte halt wirklich irgendwie alles mitnehmen. Man guckt die ganzen Schubladen, nimmt was mit. Ja. Das kommt dann. Aber es hat auch viele Logikfehler. Also, jetzt viel ist jetzt relativ, aber. Du kannst dich laut hin und her bewegen und da passiert nichts. Nur wenn du ins Licht reinkommst, dann sieht man dich plötzlich irgendwie, und das ist irgendwie schon komisch. Und was mir jetzt gerade mal einfällt, was auch sehr suboptimal war, ja. Das ist die Sprachausgabe, zumindest jetzt in Deutsch. Da war es halt so gewesen, ich denke mal, das wird aber auch trotzdem mit den anderen Versionen ebenfalls sein, du kannst schlecht definieren, wo kommt jetzt denn gerade eigentlich das Geräusch her. Also wenn jetzt jemand sich haltet, die Gegner, du bist irgendwie einen Kilometer weit entfernt, sage ich jetzt mal. Du hörst es aber so, als wenn die direkt neben dir stehen. Genau. Und das macht es für mich auch für ein Schleichspiel, das ein Schleichspiel sein möchte, gerade echt schwierig. Weil ist das, du hörst jemanden im Haus reden, der wahrscheinlich gerade Streit hat oder wo sie über dich reden, dass es einen Meisterdieb gibt, der in der Stadt ist. Und das Fenster, wo die Leute sich drin unterhalten, das ist eigentlich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ein paar Meter weiter weg. Aber das hört sich echt so an, als würde ich neben dir stehen.
Und das ist wirklich total schwierig, gerade weil man dann einfach wahnsinnig wird. Man weiß nicht, ob der jetzt hinter einem steht und möchte, dann macht man wilde Bewegungen und dabei ist die Lokalisation, also der Sprache, wo jetzt was ist, ein bisschen echt grenzwertig. Das geht so nicht. Da muss definitiv verbessert werden, weil das macht das ganze Schleichgefühl auch so ein bisschen kaputt. Bin ich auch der Meinung. Ich habe es jetzt auch seit ein paar Tagen nicht mehr angerührt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch weiterspiele, ob ich da noch Lust drauf habe. Bin halt wirklich leider ein bisschen enttäuscht. Ich hätte es cool gefunden, wenn es ein würdiger Nachfolger gewesen wäre und finde aber, das geht halt in falsche Richtung. Und ja, dann spiel lieber in Dishonored. Das ist ein bisschen ausgewogener, finde ich. Das wäre auch noch eine Idee. Ich habe es noch nicht gespielt. Würde dir Spaß machen, weil du da auch so vorgehen kannst. Du kannst wie ein Terminator drauf losgehen oder du kannst richtig schleichen und das hat da echt eine Bedeutung. Also es ist schon cool, also wenn du als Terminator durchgehst, wird es dir nicht so einfach gemacht. Und du hast dann halt deine super Fähigkeiten. Das ist halt wie von der Perspektive, vom Gameplay her wie ein Tief, aber halt nur ein bisschen intensiver und viel besser, finde ich. Also wenn du es mal anspielen würdest, würde ich das dringend mal empfehlen. Werde ich auf meine Merkliste setzen. Falls ich mir wieder eine 360 zulegen werde. Aber auf jeden Fall, für Leute, ich sag mal so, ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte, wenn Leute, die das Universum nicht kennen, Thief nicht kennen, die werden vielleicht mehr Spaß haben als jemand wie mich, aus der Sicht betrachtet, dass ich halt die alten Teile kenne, die damals sehr gerne gespielt habe. Und wenn ihr aufgrund dessen, dass ihr wirklich Fans der Reihe seid, jetzt vorhabt, den Teil zu kaufen, würde ich wirklich vorschlagen, spielt es lieber irgendwie erstmal an, leitet es euch aus, bevor ihr das Geld dann das ausgibt, weil ja, vielleicht habt ihr dann ähnliche Probleme und ja, findet es dann einfach entsprechend nicht würdig als einen neuen Thief-Teil und könnt euch das Geld eventuell dann sparen und für was anderes ausgeben. Leider Gottes, ich hätte es mir gewünscht, dass es irgendwie doch anders gelaufen wäre. Ja. Na gut, kann man nichts machen. Muss man dann doch leider so hinnehmen. Das war's für diese Woche dann auch schon. Ja, mein Gott. Zeit wieder vorbeigegangen. Voller Input mit Informationen dabei. Ja. Und ja, unsere E-Mail-Adresse podcast@gamesfinest.de. Falls ihr Anregungen habt zu unserem Podcast, irgendwas, was loswerden möchtet, vielleicht auch mal jemanden grüßen möchtet, und so weiter und so fort. Schreibt das Ganze, dann werden wir das dann auch einbinden in den Podcast und sind dann auch sehr erpicht daran, ja, konstruktives Feedback zu bekommen. Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, ihr könnt das auch über iTunes tun, entweder über die Podcast-Suche oder einfach, wenn ihr auf gamesfinest.de geht und dann unter Podcast einen unseren Podcast auswählt, da sind die Links auch vorhanden. Also da würden wir uns über ein Abo freuen, vielleicht auch eine Bewertung über iTunes, wäre eine nette Geschichte. RSS-Feed haben wir dann auch für den Podcast, falls ihr das in eurem favorisierten Podcatcher einbinden möchtet. Und ja, dann eben nochmal der Hinweis. Ich weiß nicht, ob man das immer wieder sagen muss, aber ich habe so das Gefühl, ich erwähne gerne irgendwie nochmal, dass wir halt auch auf Facebook sind, ne, und eine Facebook-Seite haben und da auch nochmal Informationen gibt. Mal sehen. Aber guckt einfach auf gamesfinest.de, da sind wir verlinkt überall. Ob YouTube, Facebook, Twitter, haben wir alles. Sind überall mit dabei, in allen Sekten, in allen Programmen. Alles, was so geht. Und können uns dann auch dort folgen. Hat mir Spaß gemacht mit dir, Martin. Auch so die wie immer. Die Elite. Ich wollte gerade sagen, die Elite ist hier. Die Elite ist hier und rockt alles weg. Ja. Ich werde keine Versprechungen mehr machen in Bezug auf, dass wir in den nächsten Podcast irgendwie den einen oder anderen aus dem Team nochmal dabei haben werden. Mal schauen, wäre natürlich schön, wenn wir da wieder ja mal ein paar Gesichter hören würden, hätte ich fast gesagt, aber es passt irgendwie nicht. Gesichter hören. Gesichter kann man nicht hören. Aber wenn wir einige Stimmen einiger Gesichter aus unserem Team hören würden, wäre vielleicht toll. Vielleicht, naja, vielleicht, dass wir Gesichter sehen und hören werden, kommt vielleicht auch nochmal vor. Ja, also, ne, was da alles so kommt, wer weiß. Aber vielleicht könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben, ja, wen von uns ihr euch am besten gerne hört oder gerne wieder hören möchtet oder nicht mehr hören möchtet, weil ihr der Person die Stimme nicht mögt oder und so weiter und so fort. Ja.
So ist das. In diesem Sinne, ich bin der Chris, wünsche euch da auf jeden Fall eine schöne neue Woche. Wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder in alter Frische. Macht's gut, bis dann, adios amigos, ciao, ciao und tschüss. Tschüss.